So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zu Geotastic. Was ist Geotastic? Wir werden irgendwo in der Welt abgesetzt und werden genau herausfinden, wo wir sind. Dafür haben wir 3 Runden und unendlich viel Zeit und das werden wir jetzt machen. Ich würde sagen, wir starten rein und es geht los mit Runde 1. So, Afrika. Ja, irgendwo Uganda, Kenia, würde ich mal spontan sagen. Maximal noch Südafrika. NB. Naja, wir werden es herausfinden. Kann ich hier reinfahren? Nee. Ich dachte, kann vielleicht schon die Schilder lesen. Oder ist es Südamerika? Nee, Afrika, oder? Sonne ist im... im Norden, wir sind ganz leicht im Süden. Würde für Kampala oder südlich passen oder für Kenia, Nairobi-Ecke eigentlich ganz gut passen. Je nachdem, welche Uhrzeit ist, nicht wahr? Oh, was habt ihr hier? Oh, shit. Einfach liegen geblieben. Ja. Aber, ey, guckt euch mal das Auto an. Da ist eigentlich nichts drin, außer das Lenkrad und das Fahrwerk. Das kriegt man doch repariert. Einfach den Keilriemen durch eine Unterhose ersetzen und schon läuft das Ding wieder. Beware of animals on the road. Ja, sehe ich. Katscheleng, Diclomezia Lifofo-Olo. Habe ich mir schon immer gedacht, dass das bedeutet Beware of Animals on the Road. Oh, ja, genau die da. Ofo-Ololo, Ofo-Ololo. Sag mir jetzt von der Sprache her aber wenig. Ibihobulea. Speeding is illegal. And deadly. Ja. Die scheinen hier alle zu rasen. Wenn die sich leisten können, solche Schilder aufzustellen, alle paar Meter. Ich meine, die sind ja auch nicht gerade wahrscheinlich billig, solche Dinge. Und Achtung vor Kurven. Naja, gut. Wenn wir jetzt noch ein Ortsschild kriegen, wäre ich glücklich. Wenn es nicht geblurrt wäre, wäre ich noch glücklicher. Plateauseo. Mein Google, der leckt mich an den Nüsse manchmal. Wirklich. Weißt du, Gesichter ausblurren, irgendwas ausblurren. Und was blurrt er aus? Ein Ortsschild. Wirklich. So sinnfrei manchmal der Algorithmus. Ich dachte gerade, er hat einen Dudelsack. Der Stein sieht aus wie von 7 Days to Die. Krieg ich direkt Gefühle, den auseinanderzunehmen. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Fluss neben uns. Das ist schon mal gut. Je nachdem, in welchem Land wir sind, gibt es nicht so viele Flüsse, die direkt neben den Straßen verlaufen. Sieht aber echt ordentlich da aus, nicht? Also, es könnte schon, ja, Kenia oder Uganda. Könnte aber auch Lesotho ein Stück sein. Oder Swasiland. Das sind eigentlich so, ich muss sagen, wenn ich an Afrika denke, denke ich nicht an solche Länder. Die haben sich doch schon recht gemacht, nicht? Klar, die Bevölkerung lebt teilweise einfach, aber reduziert, aber nicht dreckig oder so, nicht? Und auch so, guck, Maisfelder, nicht? Also, wenn du es nicht weißt, könntest du sagen, das ist irgendwo Südamerika, Nordamerika, nicht? Also, ein kleiner, schöner Bach, grüne Wiesen,
du hast Felder, klar, nicht in industrieller Weise, aber ich glaube, man stellt sich Afrika immer einfach nur ganz anders vor, wie so eine Wüste. Und das ist es halt einfach gar nicht. Es ist ja ein riesiger Kontinent. Ich meine, auch in Europa gibt es Wüsten, nicht? Und aber auch schöne Ecken mit Wasser. Oder so ist es da halt auch. Afrika ist ja auch nicht ein Land. Das sind ja auch, wie viel? 30, 40 Länder? Ist ja auch ein bisschen mehr. Und manche sind halt super schön. Nur manche sind halt nicht so schön, nicht? Wie Senegal oder sowas. Da hast du halt mehr Wüste. Muss man halt mögen. Aber hier? Doch. Schon schön. Nicht, aber Urlaub, gut, würde ich auch nicht da machen. Davon mal abgesehen. Wäre halt zu wenig. Also klar, zum Wandern, aber du hast halt nur gerade Strecken. Hunderte Meter, Kilometer. Ja. Ja. Deswegen Geotastic, nicht? Da kann man sich das einfach angucken. Und dann weiß man, woran man ist. Alles, was irgendwie Text hat, können wir nicht lesen. So schade. Oh, so schade. Erinnert mich ein bisschen so an Rocky Mountains oder so, nicht? Von den Felsformationen. Nur, dass sie begrünt sind. Oh, wäre halt jetzt mal gut, wenn irgendein Hinweis kommen würde. Gedanklich würde ich mich fast von Kenia verabschieden. Oh, wirklich, Mann, Google, also einfach keinen Bock auf Google manchmal. Was soll denn die Scheiße? Der einzige Hinweis wieder geblurrt. Auf dem öffentlichen Park-Hinweis. Ja, wirklich. Park. Ja, aber ist wichtig. Blur das doch nicht. Wenn er das gleich macht, wenn da dran steht, in x Kilometern, fresse ich zwei Besen. St. Denis Catholic High School. Ja, aber den Rest können wir nicht lesen bei der Kartoffelqualität der Kamera. Okay. Community Development. Irgendwas mit Wust, Wast, Wiest. Malubi bei Malubi? Nee, nicht zu erkennen. Ho Rekiosor Mahaha Buhola Tikene. Oh. Jo, nicht? Der kommt auch voran. Das kann man auch machen. Eigentlich echt praktisch, oder? Gut, außer fürs Tier. Wollen wir mal umdrehen? Okay, wir fahren mal bis Minute 10. Vielleicht bis wir im nächsten Dorf waren und dann drehen wir um. Vielleicht, da kommt ein Schild. Vielleicht können wir endlich was sehen. Ah nee, wir müssen langsam fahren. Das blurrt er natürlich nicht aus. Na doch, ein bisschen. Dacht schon. So.
Ah ja, und jetzt Vorsicht, Kinder spielen und Achtung, scharfe Kurven und Achtung, Tiere auf der Straße und Achtung, Schnellfahren ist tödlich. Aber wie der Ort heißt, das können sie nicht aufstellen. Das sind, glaube ich, fast schon eher Swasiland. Also in Kenia stand eigentlich immer dran, wo man ist. Genauso in Lesotho, bin ich der Meinung. Aber voll schön hier auch mit den Apfelbäumen und so. Ich mag so alte Apfelbaumdinger, egal wo. Mukolango Primary School. Kann ich nicht lesen. Shit. Kota. Okay. Wir haben den ersten Ortsnamen. Kota. Kota wird uns nicht helfen. Weil wir nicht wissen, welches Land. Sonnenblumenfelder. Habe ich dieses Jahr ganz wenige gesehen bei uns. Dieses Jahr war eh sehr schnell Säen und Ernten irgendwie bei den Bauern gefühlt. Da ist ein Schild, können wir das lesen? Makuhabolo High School, Lesotho. Okay, ja, ich wollte eh, also ich wollte Swasiland, nämlich wegen den Schildern, nicht wollte ich auf Lesotho gehen, aber jetzt habe ich es gesehen. Wie ist das Ding? Weiß ich schon gar nicht mehr. Lesotho, blablabla School, Makobalo. So, und wir sind ja eher in der Ecke hier. Das hier hinten ist richtig krass. Mattefang, Koma oder Kora waren wir, nicht? Kora. Kolo. Und wir fahren die ganze Zeit West-Ost. Ah. Oh. Südost-Nordwest. Also eher so, nicht? Lekoa. Berea Hills. Pekka. Nein, wir brauchen noch was. Reicht noch nicht ganz, um das einzugrenzen. 13 Minuten. Aber jetzt hier kriegen wir auf jeden Fall gut Hinweise gerade. Das wieder auf die Highschool. Das sieht so richtig aus. Kennt ihr so in Dinosaurier-Dokus? Da sieht das immer genau so aus. Und dann fallen die Dinosaurier dahin in dem Fluss und dann lagert sich Sand über sie ab. Das ist was Positives, wollte ich nur sagen. Mutig. World Vision Kota Area. Okay, also Kota ist eine ganze Area. Vielleicht heißt der Bezirk dann so. Berera, Korera, Tau, Irera, Seka. Mafeteng, Mazaru. Hier noch. Moholas Höök. Tja. Quihing.
Hier unten ist so felsig. Also wir können eigentlich nur so irgendwo hier am Randgebiet sein. Die Maus würde dran stehen. Aber wenn der Cora-Region steht, muss Cora ein bisschen größer sein. Das müsste man eigentlich aus der Höhe schon erkennen dann. Oh, das wird wieder überlagert. Und sowas. Das geht ja auch manchmal, dass der kleinere Ort den größeren überlagert. Das ist manchmal ziemlich nervig. Ich glaube, es macht echt viel aus, wenn man Bäume pflanzt, nicht? So wie hier. Das sieht dann gleich viel, ja, schöner und wohnlicher aus, auch wenn der Rest vielleicht gar nicht so hübsch und, ja, sag ich mal, total penibel modern ist, nicht? Aber allein so meine Baumreihe am Rand so und, ey, das sieht doch schon echt hübsch aus. Okay, aber warte mal, wir haben einen Fluss. Und der verläuft neben der Straße. Vielleicht hilft uns das. Weil der ist ja schon größer. Hier ist der Fluss. Das kann ja eigentlich nur der sein, oder? Haben wir hier noch einen anderen Fluss? Ah, okay, die haben ein paar Flüsse. Aber ich würde fast sagen... Aber hier haben wir keine Straße, die parallel läuft. Der Fluss ist nordöstlich von uns. Also so. Gerade zumindest. Okay, und der verläuft eigentlich auch Richtung Westen ein bisschen, ja. Aber eigentlich eher nach Nordwesten. Also eigentlich verläuft der so. Aber schlängelt sich halt, nicht? Aber so. Und da dran muss eine Straße sein. Das könnte die hier sein. Doch bei Emmaus. Ja, der Fluss geht eine ganze Weile auch parallel, wirklich neben der Straße. Das ist alles zu kurz. Weil das auch nicht. Hier hätten wir einen Fluss. Der hört hier einfach auf. Okay. Und das auch auf der falschen Seite. Ja, die haben mehr Flüsse, als ich denken würde hier. Hier haben wir noch einen Fluss. Der läuft auch nicht an der Straße entlang. Das ist schon wieder Südafrika. Also wenn man das hat nicht, dann läuft es nicht in der gleichen Richtung, wie man es braucht. Shit. Hatten wir ihn vorhin nicht schon mal? Er rennt dem Auto hinterher. Truck, Kabo. Hilft auch nicht. Okay, jetzt läuft der Fluss unter der Straße einmal durch. Okay, der wechselt also. Das machst du jetzt blöd, aber okay. Aber es ist ein anderer. Der Hauptfluss läuft hier weiter lang. Buta. Was auch immer das ist. Wahrscheinlich Beton oder so, nicht? Sah aus wie ein Betonstoffhandel oder irgendwas. Och Mann. Man Google. Mara. Hängen irgendwas. Ohne die richtige Reihenfolge zu haben, die Orte heißen zu ähnlich. Warum ist denn in Lesotho jeder verschissene Dorfname ausgegraut? Das macht doch keinen Spaß. Wäre zum Beispiel ein Grund für mich, egal wie hübsch Lesotho ist, Lesotho rauszunehmen, wenn die Hinweise von Google geblurrt werden, nicht?
dann macht es halt keinen Sinn, die exakte Position zu finden, wenn du nichts lesen kannst. Das macht dann nur Frust, wenn man spielt. Halotze. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es in ihrer Sprache heißt, dass der Fluss Halotze heißt oder dass das Brücke heißt oder so. Und bei 300 Flüssen gehe ich jetzt nicht 300 Flüsse durch und gucke, ob eine Halotze heißt. Hier, da könnten wir vielleicht... Hier, da. Das, ich glaube, was Besseres werde ich nicht finden. Teselayane. Teselayayeng? Ah, fast. Ich hätte ja gedacht, wenn es am Schild steht, ist es vielleicht ein bisschen größer. Oder es wird wieder in der eigenen Sprache anders geschrieben und Google hat eine falsche Übersetzung hier drin. Oder in Deutsch wird es Tesayanyeng geschrieben, aber ich glaube nicht. Das wäre schon komplett anders. Jetzt sind wir doch irgendwo hier hinten, dass hier irgendwo eine Ebene ist. Tahakabanas. Wenn wir Kabo. Vielleicht in sowas hier hinten. Ich glaube, die sind gar nicht so hoch hier, wie ich mir das vorstelle. Das passt hier eigentlich fast gut. Wer ist denn der Fluss? Oranje. Nee, der ist es nicht. Halotze, ne? Ich war das. Das heißt, wenn wir irgendwas haben, was in etwa... das trifft, dann können wir zusätzlich noch den Flussnamen mal überprüfen. Ob jetzt Halotze vielleicht doch eher Brücke heißt. Gut, sei mal dahingestellt. Aber so können wir es lernen. Vielleicht erinnere ich mich dann nächstes Mal dran. Ich würde fast sagen, das ist das hier. Das sieht gut aus. Nicht, der folgt die ganze Zeit der Straße. Aber hier nicht. Und die Namen gibt's nicht. Oh Mann. Uiuiuiui. Wer ist der Fluss hier? Quidvarane. Dann wären wir jetzt gerade an dieser Stelle, wo der das gekreuzt hat, nicht? Obwohl hier der Hauptfluss weitergeht. Der müsste in die Richtung Teselani liegen. Aber da liegt Sephorong. Tesera, Sera. Lanyane, Layan. Lanyan. Oh Mann. Hier ist auch gut. Also der Fluss sieht schon aus, als ob es der Oranje ist. Das ist der einzige, der in der Richtung groß neben unseren Straßen läuft.
Ansonsten passt auch von keiner Ausrichtung her irgendwas. Außer die hier hinten, aber hier gibt's halt keine Orte oder Straßen. Hier vielleicht. Aber weder Kabot, Tiseljane. Vielleicht in der Zoom-Stufe. Ne, wir fahren weiter. Ich glaube in die Richtung, oder? Minuten schon jetzt, gleich 26. Nee, wegen sind einfach eine Nummer mal dran stehen würde, nicht? Welche Straße das ist? Marte. Die 7. Sofern es eine 7 gibt. Gibt nur 5 Autobahnen. Okay. Dann weiß ich auch nicht, was die 7 da bedeutet. Wie heißt das da? Marte. Martella. Pete. Matasail. Nyan, Lejon. Ja gut, aber Marte wird wahrscheinlich sowas Kleines sein. Da muss ich wahrscheinlich so krass ranzoomen, damit ich es wirklich sehe. Mojira. Da sind wir schon wieder im anderen Land. Nein, hilft mir auch noch nicht. Vielleicht gibt es irgendwo eine Straße, die eine kleine 7 hat, nicht? Wenn man richtig ranzoomt, dann steht neben dem Straßennamen oder auf der Straße, die sonst nichts hat, man muss ranzoomen, 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 dann kommt die 7. Aber dafür brauchst du ungefähr eine Ecke, wo du bist. Okay, 28. Ich würde sagen, wir speichern die Stelle ab. Ich gucke hinter die nächste Kurve da nochmal, ob nach der Stadt vielleicht noch ein Schild kommt, wo es hingeht. Vielleicht steht da denn dran, embarke, irgendwas, so und so viel Kilometer. Wie auch die Orte heißen. Okay, hierhin geht's auf jeden Fall langsam höher. Also die Karte geht ja auch ständig rauf, runter.
Ja, theoretisch hätte der Ort größer sein müssen. Hat schon eine recht größere Ausdehnung. Wrecking, Repatchuliachu, hilft mir auch nicht. Wahrscheinlich hat der sogar sein Unternehmen auf Google eingetragen. Und ich sag so, das hilft mir eh nicht. Und wahrscheinlich ist der einzige Eintrag in 10 Kilometer im Umkreis und du siehst ihn sofort. Lachu Machachu oder so. Okay, Thylayane. Okay, der Ort heißt Ha-Motosoane. Ich bin der Meinung, Motosoane. Und die Straße geht Nord-Süd gerade. Also wir sind eigentlich von so einer in so eine übergegangen. Und fahren jetzt aber nördlich. Und dann eher nordwestlich. Tosolane. Blöd ist, wenn denn die Stadt nur so einen Namen hat hier und dann so ein Geschäft oder eine Schule den Namen hat, so wie hier. Dann wäre doof. Ja, Mamafteng würde dran stehen, nicht? Das denke ich nicht. Hamatosoma. Hatamong. Sportverein, ganz wichtig. Das passt hier wieder nicht. Hualong. Mokpong. Semungkong. Nixi, Naku. Wie heißt denn der Fluss hier? Makaleng. Der läuft auch hier die ganze Zeit nebenbei. Aber Nord-Süd. Harmony. St. Patrick's Day. Mfifi. Roma. San Michaelis. Mykhalayene. Matabang. Metolong. Motosoma. Qual. Okay, da oben waren wir auch schon mal. Mokomane. Nee. Nee. Molapeng. Matuposo, Mulananeng, Bobati, Tlokleng. Da steht ja auch nicht drüber, über die A1, nicht? Ich glaube, wir sind echt auf so einer Bundesstraße maximal. Vielleicht irgendwas hier mittendrin, aber hier ist nichts eingezeichnet. Okay, ich speichere mal ab und wir gehen zurück, back to start. Ich glaube, wir sind in
in die andere Richtung, nicht? Ja, am Esel sind wir, glaube ich, nicht vorbei. Nee, an die kann ich mich nicht erinnern. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich Schild A2 und wir hätten es gehabt. Das ist eigentlich immer so. Pelatusüü. Okay, also die haben auf jeden Fall die Flussnamen dran stehen. Das heißt, das hier ist der Hoplau oder Haptau, nicht? Oh Mann. So schön wie das Land ist, aber so langsam will man auch wissen, wo man war, nicht wahr? Give it to me, baby. Aha, aha. Give it to me, baby. 1, 2, 3. Komm, si, komm, si, komm, sa. Aber der Fluss ist wirklich die ganze Zeit neben uns. Wir sind echt in so einem Valley. Die Berge neben uns sind, glaube ich, größer, als ich denken würde. Also von daher... Wir hatten es schon mal, nicht? Da war ich auf einer Straße und die ganzen Dorfnamen sind einfach nicht eingezeichnet. Aber dieses Tesalohuna hätte ich mindestens erwartet. Das fahren wir ja jetzt zu. Das heißt, wir kommen ja eigentlich in die Richtung keinem Hinweis näher. Mich wundert, dass in die andere Richtung nicht ein Hinweis stand, wo es hingeht. So in 100 Kilometern dahin oder in 20 Kilometern dahin, da kam ja einfach nie was. Und ich dachte noch, Runde 1 geht super schnell. Ja, was willst du machen, wenn die Sachen nicht auf der Karte stehen? Mann, 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 Mann. Oh, hier können wir uns wieder schneller bewegen. NB. Ich frage mich, wofür dieses NB steht die ganze Zeit. Not bad. Na, hier haben wir wieder irgendeine Schule. Kann man aber nicht lesen. Komm, in die Richtung muss doch jetzt auch mal. Oh. Vor allem, warum ich so eine Straße nicht sehe, wo so die ganze... Wir sind bestimmt 40 Kilometer gefahren. Und wir haben... Die ganze Zeit den Fluss neben uns. Und das gibt es in Lesotho auf der Karte nicht. Es kann sein, dass wir in Südafrika sind, am Rand von Lesotho, und das Schild nur darauf hingewiesen hat, dass Lesotho diesen Straßenbau nach Lesotho vielleicht gefördert hat. Dann bin ich natürlich super aufgeschmissen, weil ich genau falsch gucke die ganze Zeit. Ich meine, wir haben nur dieses eine Schild gehabt, was wir lesen konnten mit Lesotho unten drunter. Bedeutet nicht, dass wir in Lesotho auch wirklich sind. Was denkt ihr? Ja, wäre schon komisch, nicht? Was außer Südafrika sollte dann dran stehen, wenn ich, also alles andere ist ja zu weit weg. Community School. Ist natürlich wieder alles geblurrt. Danke, Google. Auch wichtig, öffentliche Informationen zu blurren. St. Felin. St. Felix. Mm-mm.
Warum war keiner von euch in Lesotho und kann mir einen Tipp geben? Wahrscheinlich habe ich es auf der Karte auch 8-mal gesehen und die hat mir nicht gesagt, da ist es doch. Ich muss die Schuld einfach mal von mir weisen. Ich bin unschuldig. Aber stellt euch mal vor, ihr würdet da leben, nicht? Immer nur das Gleiche sehen, Tag ein, Tag aus. Und ihr habt nur eine Straße, wo man lang kann. Weiß auch nicht. So, hier haben wir einen Bus. Sehen wir, wo der hinfährt? Nee, aber es ist ein Nissan Dieselbus. Hier haben wir wieder was. Hamali Preschool. Ich glaube, das sind alles Dörfer, die hier nicht auftauchen auf der Karte. Na. Toll. Toll, toll, toll. Toll, toll, toll. Oh Mann. Das ist schön, aber ein scheiß Startspot, nicht? Dadurch, dass es nur eine Straße ist, gibt es in 80 Kilometern einfach auch keinerlei Hinweise. Dann kann man nicht immer klicken, muss manuell hier eingreifen. Das ist auch nervig. Dadurch nimmt man dann immer nur einzelne Meter mit. Ja, da kommt doch keine Information, oder? Also da kommt doch nichts mehr. In den nächsten 50 Kilometern. Tja. Hier ist kein River. Das ist der Oranje, aber wir haben irgendeinen französischnamigen Fluss gehabt, nicht? O, Ö, La, Bülülü, De, Sülülü. Linking an Keng. Ich meine, die haben doch nicht so viel Straße. Das kann doch nicht. Ist ja nicht eine unendliche Aufgabe, nicht? Die haben endlich viele Straßen. Mein Chulo River. Das ist wieder der Oranje. Der kann es nicht sein. Hier haben wir Hololo. Hier, das ist er. River Source. Tishiyayane. Hier, Tishiyayane. Das ist der Fluss. Der Fluss heißt so. Nicht, es gibt keinen Ort, der so heißt. Was ist denn das für ein Scheiß? Huhuhune. Wir müssen irgendwo sein. Majane habe ich auch nicht gelesen. Qualo waren wir auch never ever drin. Können nur hier hinten sein. Tibakanes Kettle Post. Club Maluti. Ja. Problem ist, es ist alles nicht eingezeichnet, was wir gesehen haben. Oder ich bin wirklich komplett falsch. Denn hier gibt es eine Straße nach Südwesten. Kuhune.
St. Dominic bla 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 School. Und hier ist auch schon ein Fluss, nicht? Der ist nordöstlich. So. Lodge haben wir nicht gesehen. Den großen Ort, da waren wir definitiv nicht. Hier ist kein Fluss mehr daneben. Es kann nicht sein. Der hat uns hier nie verlassen, der Fluss. Okay. Ja, ich würde hier abbrechen. Also, ich glaube nicht, dass ich es finde. Ich lasse jetzt da und finish. Das Hulose River. Ja, da steht nichts dran, nicht? Die Orte stehen nicht dran. Nicht ein Ort steht dran. Die Namen Kabos. Doch, Kabos stand irgendwo mal an einem kleinen Schild. Da ist Marte. Das stand dran. Und Marte ist aber nur so eine Landmark. Ja, gut. Kannst du vergessen. Gut. Aber wenn wir mal in die andere Richtung weitergefahren, dann wären wir zur A1 gekommen. Aber selbst dann hätten wir nur gewusst an der A1. Die A1 geht einmal im Land rum. Das hätte nicht gebracht. Ich konnte es jetzt so ein bisschen regional eingrenzen, nicht? Aber gut, war ja die erste Runde. Aber es guckt keiner mehr